Es gibt ein neues Unboxing und zwar hat mir mein Netzwerk Studio 71 ein wunderschönes Paket geschickt und das ist jetzt die erste Lootbox eigentlich, die erste Lootbox, die ich unboxen darf und ihr wisst, ich unboxe sehr, sehr gerne und deswegen freue ich mich wirklich. Ich habe ja jetzt schon die Collector's Edition zu Battlefield 1 gezeigt, zu Titanfall 2, die etwas kleinere, also die ohne den Helm, aber mit dieser Büste und so, war sehr, sehr cool und ja, jetzt geht es weiter mit Call of Duty Infinite Warfare. Es ist, glaube ich, jetzt schon der 13. Teil. Ich komme da total durcheinander wegen den ganzen Plattformen. Call of Duty 13, kann man so sagen. Bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Hier ist dieses wunderschöne Paket mit ganz viel Pappe natürlich. Und hier ist erstmal das Spiel. Dazu sage ich auch mal ein paar Sachen. Call of Duty Infinite Warfare ist halt der neueste Teil, natürlich mit Singleplayer. Es gibt einen Multiplayer-Teil und es gibt natürlich auch einen neuen Zombie-Teil. Finde ich aber sehr, sehr cool. Zombies gehen eigentlich immer für mich persönlich. Und dann gibt es hier noch die Remastered-Version von Call of Duty Modern Warfare, also Call of Duty 4. Das ist sehr, sehr geil. Ich bin immer noch der Meinung, Call of Duty Modern Warfare 1 quasi ist der beste Call of Duty Teil, beziehungsweise der Multiplayer-Modus ist einfach der allerbeste. Also, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben an dieser Stelle. Welcher Call of Duty Teil ist eurer Meinung nach der beste Teil? Das würde mich wirklich mal interessieren, aber ich glaube, die meisten werden sagen Call of Duty 4, Modern Warfare 1, ne? Und vielleicht will ich das sogar mal im Stream spielen. Ich habe da mega Bock drauf. Ist halt grafisch dann nochmal ein bisschen überarbeitet worden und so. Und jetzt spreche ich eigentlich ja nur über diesen Titel und nicht über den. Den habe ich nämlich noch gar nicht gespielt. Ihr seht, das Spiel ist ja noch verschweißt. Aber ich werde auf jeden Fall beide Titel mal ausprobieren. Vielleicht mal eine Folge aufnehmen, vielleicht mal streamen. Weiß ich noch nicht. Habe ich auf jeden Fall Bock zu. Und das ist jetzt die Legacy Edition. Das heißt, da ist halt dann nochmal die Remastered-Version drin. Da gibt es halt verschiedene Versionen. Ich glaube, es gibt aber keine richtige Collector's Edition. Wenn ich da irgendwie falsch liege, könnt ihr mich da nochmal berichtigen. Auf jeden Fall gibt es hier noch so eine Huge Crate Box zu Call of Duty Infinite Warfare. Die werde ich jetzt gleich unboxen. Da sind ein paar coole Sachen drin. So eine Mütze und so zum Beispiel, eine Tasche. Aber erstmal werde ich, glaube ich, dieses Spiel aufmachen und ganz ehrlich, Leute, ich liebe es, wenn man hier diese Plastikfolie abmachen kann. Das ist Erotik pur einfach. Da knistert es in der Luft. Nein, das ist nicht von der Folie, das knistert einfach in der Luft vor Erotik. Der Dustin kann das gleich wieder wegmachen. Ah, ist krass, oder? In letzter Zeit, was alles rausgekommen ist. Call of Duty, Infinite Warfare, Battlefield 1, Titanfall 2, jetzt Dishonored 2, Watch Dogs 2 kommt ja am Dienstag für den PC raus, ist aber jetzt ja schon veröffentlicht worden für PS4 und Xbox One. Die PS4 Pro ist rausgekommen, die NES, also diese Mini Nintendo Entertainment System Konsole und so und alles mögliche. Die PS4 Slim gibt es mittlerweile, ja komm, ja auf jeden Fall sehr, sehr viel. Oh, da ist ein Code, da muss ich mal aufpassen, dass ich den jemand zur Seite tue. Ja, Alter, sind das viele DVDs. Kann man das sehen? Das sind 1, 2, 3, 4, 5? Sind das 5? Ich glaube, das sind 5. Nee, ich glaube 6. Alter, 6 DVDs? Das ist aber schon krass, oder? Muss ich schon sagen, guck mal, das kann man, ich weiß nicht, kann man das mal scharf machen? Bestimmt, oder? Ich habe einen manuellen Automatik... Autofokus. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ich kann ja mal kurz gucken. Was? 80 GB Festplattenspeicher für diesen Scheiß hier. Nicht für diesen Scheiß, natürlich. Da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen, ob jetzt Call of Duty Infinite Warfare cool ist oder nicht. Spielt halt im Weltraum teilweise jetzt. Ich finde das Setting von Battlefield 1 ein bisschen spannender persönlich, ne? Also im Ersten Weltkrieg. Aber gut, kann ja jeder dann selber entscheiden, was er cool findet. So, dann sind wir auch schon an der richtigen Adresse, denn hier, das ist die Exclusive Merchandise Pack Huge Crate Box zu Call of Duty Infinite Warfare, wie man hier wahrscheinlich erkennen kann. Und da oben sieht man auch schon, was denn da alles so drin ist. So, ja, dann würde ich sagen, mein Messer darf ich ja nicht mal benutzen, ne? Mein Butterfly, deswegen eine handelsübliche Schere. Benutzen wir sehr gerne. Das Siegel einmal durchtrennen. Habe ich mir dann bei der Übung, ne? Ich unboxe ja wirklich alles. Ich müsste eigentlich wirklich, wenn ich vom Einkaufen komme, dann meine Einkäufe auch unboxen. Wobei, ist das dann ein Haul? Ich glaube schon, ich kenne mich da nicht so ganz mit aus. Ui, da sind wir schon. Guck mal hier. Sind die ersten Sachen schon zu sehen? Das ist eine große Tasche. Damit kann ich dann zum Beispiel... Die Box ist jetzt schon fast leer.
So, sieht doch wunderschön aus. Boah, die ist aber echt cool, ne? Das Ding. Da werden wir uns jetzt gleich hinter der Kamera, nachdem wir dieses Video beendet haben, bestimmt drum schlagen. Denn das hier ist eine offizielle Call of Duty Infinite Warfare Tasche. Geil. Ich liebe ja Merchandise von Spielen. Wirklich, ich sammle sowas. Ich bin da ganz schlimm. Keine Ahnung, was das hier für ein Symbol ist. Das hier, weißt du das? Das ist, hat mit Call of Duty zu tun. Vielleicht irgendwie von der Einheit, von der Special Sonderkommando-Einsatzgruppe, die total sonderhaft ist. Ein Reiter, ein Skelettreiter auf einem Skelettpferd mit einem Speer in der Hand. Ja, wenn ihr mehr wisst, in die Kommentare gerne, Leute. Und das ist halt so eine Umhängetasche. Ich weiß nicht, das hier trägst du denn sowas? Nee, ne? Aber ich auch nicht. Mal gucken. Aber mega cool eigentlich. Kann man machen. Hier auch diese, auf der Seite steht nochmal Call of Duty Infinite Warfare. Ich habe, glaube ich, sogar... Genau, ich habe bei der E3, da habe ich einen Rucksack bekommen, auch von Call of Duty, von dem vorherigen Teil. War das jetzt Ghost? Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich dem Lenno gegeben, geliehen und nie wiederbekommen. Könnt ihr ihm vielleicht irgendwie mal bei Twitter schreiben oder fragen, ob ich die... wo er die hat, ob ich wiederbekommen kann. Das wäre mal sehr, sehr nice. Ja, auf jeden Fall eine coole Tasche. Vor allem ist die halt nicht so total mit den ganzen Logos vollgeklatscht. Das heißt, die kann man wirklich dann auch mal zum Einkaufen oder so nehmen. Und die ist halt so ein bisschen, ja, nicht so übertrieben, so ein bisschen seriöser. Also die kann man auch als Student oder so, kann man die dann mal mit in die Uni nehmen. Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache. Da haben wir hier einen offiziellen Schlüsselanhänger für Schlüssel. Und zwar ist da auch wieder dieses Logo drauf, dieses Totenkopf-Logo. Blöd, wenn man sich nicht vorbereitet hat, ne? Das ist sehr doof. Hab das Spiel selber noch nicht mal gespielt und unboxe hier schon wieder irgendwelche Sachen. Ah, ist wieder so viel Papier und Pappe hier. Ja, das ist so ein Schlüsselanhänger, die sammle ich ja mittlerweile. Ich weiß nicht, da hinten ist meine Badge-Sammlung zum Beispiel. Eigentlich könnte ich ihn mal holen. Naja, gut. Also meine Badges sind ja hier diese Schlüsselanhänger mit den wichtigen VIP-Zetteln dran. Für die E3 zum Beispiel, für die Gamescom und so. Und ja, das ist halt dann hier auch so etwas. Hier, da steht nochmal Call of Duty Infinite Warfare. Activision Publishing Incorporation oder was, wofür das auch steht. Activision Call of... Ja, gut. Ne? Kann ich dem das Ding geben? Kann ich mir irgendwo hier hinhängen? So ein Schlüsselband kann man immer gebrauchen. Ich nicht. Ja. Okay, guck mal hier, dann haben wir Scar. Ist das Special Combat Air? Recon. Moment, ich mach das mal auf. Ich versuche das nochmal vor die Kamera zu halten. Ich weiß nicht, ob man das dann sieht. Sowas ist immer cool für mein Regal. Ich lege mir das dann immer ins Regal. Das ist immer wirklich sehr, sehr cool. Das, mal gucken, ob man das einigermaßen scharf stellen kann. Geil, oder Leute? Das ist wunderbar. Das ist total geil. Naja, gut. So, jetzt bin ich unscharf. Lege ich mal hier hin. Dann haben wir noch weitere Sachen. Und zwar... Das ist doch voll viel drin. Das macht voll Spaß. Ich müsste öfters... Wenn ihr Bock habt, dass ich häufiger, so wie Tobi zum Beispiel, diese Loot-Boxen unboxe, dann haut es gerne mal in die Kommentare. Dann kann ich ja mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Guck mal hier. Das ist... Da kann ich den Abwasch mitmachen. Leute, das ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, was steht denn da? Hallo? Das steht... Achso, das steht dasselbe nochmal. Okay, das ist halt diese Special-Super-Truppeneinheit da von Call of Duty. Sehr cool. Kann man dann einfach mal sich auch so umhängen. Das sieht bestimmt blöd aus, oder? Macht man einfach so. 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 Sieht scheiße aus. Ja, gut. Okay. Hab's ja verstanden. Ist ja gut. Dann haben wir eine Call of Duty Infinite Warfare Taschenlampe. Hey, sowas wollte ich immer. Und wenn ihr jetzt bestellt, dann bekommt ihr noch eine Mütze dazu. Also, wollte ich noch gar nicht zeigen. Dann bekommen wir noch dieses Plastik-Pappding dazu. So, hier sogar mit einer Batterie. Guck mal, das hier, eine Call of Duty Infinite... Ah, ist eine normale. Made in China. Schade eigentlich. Die fühlt sich sehr hochwertig an. Guck mal, da steht nochmal Call of Duty. Vielleicht kann man es sehen. Das kann man dann hier hinten irgendwo noch dran machen, wenn man möchte. Man kann natürlich auch... Das fühlt sich aber sehr, sehr billig an. Tut mir leid. Na gut. Taschenlampen kann man immer gebrauchen. Genau wie Mützen und Handtücher oder Schals oder was auch. Oh, funktioniert sofort. Ich hätte lieber den Helm gehabt von Titanfall, aber gut. Mache ich jetzt die Kamera damit kaputt? Bestimmt, ne? Ist voll geil. Guck mal hier. Patrick, du bist unterbelichtet. Ich bin dein Vater.
Oder bei Blair Witch so, wir haben es verlaufen. Na gut, ne? Kann man das ein bisschen mit ärgern. Das sind hier als Spotlight für mich. Kannst du mich jetzt ein bisschen mit ärgern? Ja, so. Gut, dann haben wir haben noch viel mehr. Die Mütze kommt natürlich jetzt gleich. Wir haben noch Postkarten. Als hätte meine Tante nicht schon genug Postkarten von mir bekommen. Gibt es noch weitere Postkarten? Einmal die hier. Haben wir die erkennen? Ja, gut, das Logo kennen wir mittlerweile alle, glaube ich. Dann haben wir noch hier eine Postkarte Call of Duty Infinite Warfare. Da freut sich meine Tante bestimmt auch. Liebe Tante, hier ist deine neue Postkarte für dich. Ich hoffe, dir geht's sehr gut. Call of Duty Infinite Warfare. Nein, meine Tante spielt nur Battlefield 1. Richtig so. Und ein weiterer Soldat. Mit Spotlight. Weil ich es mir wert bin. Gut, weiter geht's. So, das war die Box auf jeden Fall. Stell ich mal hier hin. Boah, ich hab das noch nicht so drauf, ne, das Ding. Ich muss das noch ein bisschen üben. Guck mal, man könnte nämlich zum Beispiel das Handtuch dann hier noch so... Ist das jetzt ein Handtuch? Ein Geschirrtuch? Man weiß es nicht so wirklich. Man könnte das dann einfach hier so... Ja, okay. Das ist voll armselig so. Och, da habe ich noch eine. Ja, okay. So, das letzte ist die Mütze. Muss ich die auch aufziehen, das Ding? Boah, geil. Ich meine, passend zur Jahreszeit. Ne, das ist natürlich geil dann. Aber da ist echt viel drin in der Box. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Das ist die, was steht denn hier? Restribution Tip of the Spear. Die Speerspitze. Tip of the Spear. Spear. Hier, da. Kann ich jetzt mal anziehen. Also wenn ihr Bock habt, dass ich öfters mal so ein Unboxing zu so einer Lootbox mache, haut's mal in die Kommentare. Und ja, habt ihr Call of Duty Infinite Warfare schon gespielt? Auch die Remastered-Version zu Call of Duty 4? Oder Modern Warfare 1, dann mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, ob es Spaß macht. Und vielleicht werde ich dann die nächsten Tage auch mal ein bisschen zocken oder ein bisschen streamen. Also gerne meinen Kanal im Blick behalten. Die letzten Tage kam ja nicht so viel, denn ich habe mir einfach mal eine kleine Pause gegönnt, kann man so sagen. Ne? So, ich ziehe mal die Mütze an, mache meine Frisur damit vollends kaputt. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Das sieht das sehr, sehr schlimm aus. Scheiße, habe ich noch... Es tut mir leid. Ja, ich habe kein Mützengesicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Huge Crate Box zu Call of Duty Infinite Warfare. Bis dann, haut rein. Ciao.